Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu diesem Spezialvorstellungsvideo, würde ich sagen, zu Unsolved, einem neuen Krimi-Spiel von Amigo. Das soll wohl auch eine ganze Reihe werden, ne? Also der Jagdunfall ist hier das erste Spiel. Genau, von Fredrik Moyerson und das Ganze ist ab 16, also daran merkt ihr schon, es ist eben ein Krimi für Erwachsene mit Mord und Totschlag. Und das Ganze ist so eine Art neues Prinzip, denn es geht hier darum, aus Bildern eine Geschichte zu rekonstruieren. Und hier im eigentlichen Spiel ist es dann so, dass ihr drei Kapitel habt. Und diese Kapitel bestehen aus Karten, wobei es einen sozusagen allgemeinen Kartenstapel gibt. Der ist relativ groß, der sozusagen bei jedem Kapitel irgendwie mitspielt. Und dann gibt es drei Fälle, die so in solchen Umschlägen hier kommen. Und in diesen Umschlägen ist sowohl die Lösung natürlich drin, als auch nochmal spezielle Karten, die dann nur für diesen Fall gelten, sodass man sozusagen dann eben die in den Hauptstapel mit einmischt und damit spielt man dann diesen Fall. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze funktioniert, ohne euch die Fälle zu spoilern, weil das ist im Prinzip in dem Moment, wo man die erste Karte hier sieht, ist man eigentlich schon im Spoiler drin. Gibt es einen kleinen Demo-Fall? Genau. Ja, und da natürlich auch erstmal Dankeschön an Amigo, dass sie uns diesen Promo-Fall auch noch mit zugeschickt haben und uns hier dieses Video ermöglichen. Es wird außerdem am Ende noch ein Gewinnspiel geben, also bleibt gerne dran. Und vielleicht noch mal ganz kurz die Hard Facts. Man kann das alleine spielen, aber auch bis zu 6 Personen können mitspielen. Und eine zeitliche Dauer ist, glaube ich, gar nicht angegeben. Doch 3x45, also pro Fall 45 Minuten. Genau. Und kein geringerer als der Herr Michael Menzel hat hier die Zeichnungen angefertigt. Also daher auch sehr schön atmosphärisch. Ja. Genau. Und wir können gleich mal sagen, also wenn wir euch jetzt den Promo-Fall vorspielen, hier schreiben sie so schön, jedes Detail zählt. Und wir haben auch das Hauptspiel schon gespielt und wir können es nur bestätigen. Absolut. Also man sollte sich hier nicht in Sicherheit wiegen, sondern tatsächlich wirklich auf jedes Detail achten und wirklich auf die Lösung kommen. Im Promo-Fall ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil es nicht so umfangreich ist. Das werdet ihr gleich sehen. Aber im Hauptspiel, deshalb der Promo-Fall soll euch da nicht in falscher Sicherheit wiegen, da ist schon einiges an Rätseln drin. Genau. Und ja, ich schalte mal um. Ja, wir schalten mal um. Und die größte Unterscheidung ist auf jeden Fall, der Kartenstapel ist sehr viel kleiner. Ihr seht hier nämlich nur 6 Karten, die wir uns anschauen dürfen. Und normalerweise im Grundspiel ist es ja so, dass jeder Mitspielende sich einen Karten halt auf der Hand hat und sie sich anschauen darf. Und dann wird es halt reihum einfach gezeigt. Und man entscheidet sich für bis zu 6 Karten oder so eine bestimmte Kartenanzahl, die man offen auslegen darf. Die anderen muss man halt so die Details irgendwie im Kopf behalten, die muss man aber wegpacken. Hier dürfen wir uns aus diesen 6 natürlich nicht alle irgendwie behalten, sondern nur 2 Stück. Und am Ende dieselben Fragen aber beantworten wie auch in dem Hauptspiel. Und das Spiel folgt folgenden Regeln. Wir haben hier den Fall der Treppensturz. Und wir haben folgende beiden Änderungen. Zieht jede Runde 2 Karten vom Stapel, unabhängig davon, wie viele Ermittelnden mitspielen. Normalerweise immer, wie viele mitspielen. Wir sind hier zu zweit. Aber ja, theoretisch, wenn ihr halt zu 6 spielt, zieht ihr halt entsprechend viele Karten. Und im Laufe des Spiels dürft ihr bis zu 2 Karten offen auf dem Tisch auslegen. Genau, das, Und am Ende müssen wir nämlich hier diese Fragen beantworten. Wer ist das Opfer auf der Startkarte dieses Falles? Die Startkarte ist nachher die hier. Wer ist für den Tod des Opfers verantwortlich? Drittens, wie ist das Opfer zu Tode gekommen, beziehungsweise was ist die Tatwaffe? Viertens, warum musste das Opfer sterben? Was sind Hintergründe oder Motive? Und welche Hinweise oder Beweise sprechen für euren Verdacht? Ja. Genau. Und ich denke, wir fangen einfach an. Wie gesagt, was ihr euch vor Augen halten müsst, ihr seht jetzt hier einfach mal die Startkarte. Ich hoffe, ja, tatsächlich ist es ja so, dass jeder eine, jeder bekommt ja eine Karte. Stimmt. In der Theorie können wir es auch so spielen, weil wir 2 Spieler sind. Für euch zeigen wir aber halt auch in die Kamera, was es gibt. Ich bemühe mich nicht, bei dir hinzugucken, du bemühst dich nicht, bei mir hinzugucken. Letztendlich wird aber jede Karte sehen. Aber beziehungsweise die Startkarte, darfst du halt für dich sehen und ich darf sie für mich sehen und wir können dann, wenn du sie schon gesehen hast und ich sie dann in der Hand halte, könnte man auch sagen, wir lassen sie. Kann ich mit deiner Erinnerung reden. So. Genau, aber was sehe ich denn hier überhaupt? Also, ich kann ja schon mal erzählen, was du gleich in der Hand haben wirst. Und zwar ist es ein Mann mit längeren Haaren,
ein Künstler, der eine Frau mit brünetten Haaren zeichnet. Und in, ja, in seinem Atelier stehen ganz viele fertige Bilder von Aktmalerei. Und auch die Frau ist in, ja, nur in leichte Kleider gehüllt. Ja. Und bei mir ist ganz klar, ein Mann, der die Treppe runtergestürzt hat. Das heißt ja auch der Treppensturz. Und das ist natürlich unser Opfer. Und im Hintergrund sehe ich aber auch ein Aktbild an der Wand hängen. Mhm. Also das heißt, könnt ihr damit zu tun haben. Ich würde auch sagen, er hat auch längliche braune Haare. Also durchaus möglich, dass der die gleiche Person ist. Außerdem sehe ich eine Schusswaffe, die unten auf dem Boden liegt. Mhm. Und ich weiß nicht genau, irgendwelche Sachen, die er da so fallen gelassen hat auf der Treppe. Also ja, wir können ja mal tauschen. Ja. Ach so, eine wichtige Sache. Ich sehe nämlich noch etwas im Fenster. Es könnte halt irgendwie so ein... Ja, es könnte ein... Ermittler oder irgendwas sein. Ja, ich sehe gerade, ja, es könnte jemand sein, der das halt heimlich beobachtet hat. Also ihr seht schon, hier ist die Geschichte schon aus zwei Bildern, kann man sie, wenn man möchte, schon versuchen zu rekonstruieren. Aber was halt nachher im Hauptspiel auch wichtig ist, ist, das ist natürlich ein viel komplizierterer Fall mit viel mehr Personen. Und ich zum Beispiel habe am Anfang auch den Fehler gemacht, nicht zu, also alle Bilder sind wahr. Mhm. Alle Bilder sind sozusagen der Teil einer großen, komplizierten Geschichte. Wir müssen aber halt die Essenz, also die Bilder, die jetzt zu unser Start, gerade zu unserem Mordfall passen, die müssen wir halt irgendwie rausfinden und die halt dann weglegen oder, sag ich mal, nicht so wichtig nehmen, die eben dazu nicht passen. Ja, ja. Alles klar. Also ich würde sagen, no. Wir also behalten auf jeden Fall die... Der Mann hat auf jeden Fall dieselbe Jacke an wie der Ermittler im Fenster bei deiner Karte. Aus ja, meiner Erinnerung heraus. Was sagt deine Erinnerung? Das könnte sein, aber ich würde sagen, man kann es nicht erkennen. Das Milchglasfenster, das könnte irgendwas sein. Er wird auf jeden Fall beobachtet. Also ich bin noch nicht sicher, ob nicht doch der Mörder, das Opfer der Maler ist. Das müssen wir gleich noch rausfinden. Okay. Aber sollen wir eine Karte davon behalten oder beide wegnehmen? Ja, wir behalten die Startkarte. Ja, das würde ich auch sagen. So, die legen wir jetzt weg jetzt und die sagen wir einfach, die müssen wir uns jetzt merken. Genau, sozusagen, die können wir ein bisschen abseits. Ja, ja, so. Sind wir wieder zwei ziehen? Ja. So, möchtest du anfangen? Ah ja, hier ist es schon mal klar, auch ganz interessant, es ist später im Spiel auch so, dass Namen ins Spiel kommen. Ich sehe nämlich jetzt also einen Mann, der bei einer Frau einen trinkt und der Mann heißt Fred. Weil nachher müssen wir ja so Fragen beantworten, wer ist das Opfer und so. Also wir haben einen Fred, der könnte das Opfer sein. Auch hier werden die beiden beobachtet von einem anderen Mann, der hinten im Hintergrund Zeitung liest. Also könnte so eine Eifersuchtsgeschichte sein, würde ich sagen. Na gut, ich habe hier auch nochmal den selben Mann mit derselben Kleidung, vielleicht auch in derselben Wohnung, wie er von der Treppe gestürzt ist. Allerdings bedroht er da eine Frau in einem grünen Kleid mit einer Pistole. Das ist die gleiche Person, die da im Café sitzt. Ah ja, okay. Ja, ja. Ein Messer liegt auf dem Boden, das scheint aber irgendwie nicht so richtig relevant zu sein. Eine Aktentasche und irgendwie so ums Eck sind so Schuhe vielleicht. Also vielleicht steht da jemand, beobachtet das alles. Ja, das ist, könnte natürlich, ja, wir tauschen mal, wie ich sage. Ja, genau, das ist dasselbe Kleid. Dasselbe Kleid auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hier im Hintergrund ist noch so eine, aber das ist einfach auch nur eine Aktzeichnung. Aber war das nicht so, dass, jetzt haben wir das weggelegt, aber ich war mich nur so grob zu erinnern, dass das Bild im Hintergrund von deinem Bild, das ist zerschnitten. Okay, dafür das und Messer. Und es könnte sein, dass das des Bildes, das in dem Atelier gemalt wurde. Aber das wissen wir jetzt halt. Können wir jetzt eben nicht, müssen wir aus der Erinnerung, könnten wir so vermuten, dass es das ist. Aber ich würde ganz klar sagen, dass der Mann, der die Frau bedroht, der Mann ist, der im Hintergrund sitzt. Also nicht Fred. Ja, genau. Das würde ich nämlich auch sagen. Der hat ja dieselbe Jacke da im Hintergrund und Fred hat einen Bart. Hat der Mann auf deiner Karte einen Bart? Kann man das sehen? Nee, hat keinen Bart. Okay, ja. Ja, und man sieht auch eine, das wissen wir ja, das Opfer hat auch keinen Bart. Also das Opfer ist jedenfalls nicht Fred. Und man sieht auch die Pistole, die natürlich wahrscheinlich die Pistole ist, die er da in der Hand hat. Also das heißt, er wurde da wahrscheinlich, also das Opfer ist in jedem Fall der Mann, der die Frau bedroht hat. Und ja, im Hintergrund steht der wahrscheinlich der Typ, der vielleicht dafür verantwortlich ist. Aber das kann sein. Trotzdem würde ich sagen, dieses Bild hier ist auf jeden Fall aussagekräftiger als das. Außer bei Fred merken wir uns einfach. Wie viele Karten haben wir denn noch? Zwei Stück. Ja gut, dann können wir ja noch eine mit behalten. Dann würde ich sagen, die behalten wir. Ja. Wir können ja auch, wie gesagt, man kann einfach nur maximal zwei behalten. Man könnte auch dann eine wegschmeißen und die ersetzen. Ne? So, dann haben wir die letzten beiden Karten. Eine für dich, eine für mich. Dann fange ich mal an. Oh ja, okay. Das ist ja jetzt auf jeden Fall die Frau von den beiden Bildern, die wir vorhin hatten. Das Bild ist noch nicht zerschnitten.
um das Eck steht noch niemand und das sind auch dieselben Schuhe und auch so vielleicht dieselbe Hose, die da um die Ecke standen. Und ja, es sind so lange Haare und dieselbe Kleidung, wie Fred sie hat. Ja. Genau, also das ist sozusagen der andere Mann. Und bei meinem Bild sind einfach die Namen der anderen zwei Personen da. Das sind nämlich Nick und Sarah. Also die Frau heißt Sarah und eben der andere Mann Nick. Und man sieht also, das ist auch wieder der Mann mit den kurzen Haaren, ohne Bart. Und die streiten im Bett. Also das heißt, die haben hier wahrscheinlich ein paar Beziehungsprobleme. Aber sie haben eine Beziehung, ganz offensichtlich. Ja, ich denke mal, relativ klar zumindest, was von der Story hier passiert. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte. Ob sie jetzt ja wirklich schon darüber streiten, dass er sie gesehen hat oder was auch immer, das ist jetzt erstmal unerheblich. Hier liegen noch so Sachen rum, ob die jetzt sehr viel, sieht aus wie vielleicht, ja, keine Ahnung, ob das eine Relevanz hat, eine Halskette oder so, vielleicht sind es Geschenke, die sie irgendwie nicht mehr haben will oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall Nick, ja, und Sarah und Fred. Und deine Vermutung, ob das dasselbe Bild sein könnte, also klar, ne, der Hintergrund müsste ja dann irgendwie von ihm selber gestaltet worden sein, aber die Frau passt von der Pose und von der Kleidung her genau zu dem, was da gezeichnet wurde auf dem Bild, das wir zurückgelegt haben. Jetzt schauen sie sich das an. Ja. Gut, dann tauschen wir mal. Tauschen wir mal. Ja, ich meine, man sieht im Hintergrund die Treppe. Ich weiß nicht, ist diese Vase noch irgendwie relevant? Wahrscheinlich nicht, oder? Die... Also ich weiß immer noch nicht, was das für ein Zeug sein soll, was da so rumliegt, ob das die Vase ist. Also ich finde schon, dass... Also ja, okay, ich sehe das Bild natürlich nicht, aber du kannst ja auch gucken, ob die Farben irgendwie zusammenpassen. Vielleicht, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Aber man könnte, ich hätte jetzt nur so gedacht, vielleicht hat er ihm die Vase über den Kopf gezogen. Ja, das hätte ich jetzt halt auch gesagt. Das wäre natürlich ein denkbares Szenario. So richtig kann man es, ja, man könnte es vielleicht schon erkennen. Aber ja, also das ist eben, das sind dann so die Feinheiten. Sie fragen, ob das überhaupt nötig ist, das rauszufinden. Mhm. Aber genau. Ja, ich finde es tatsächlich echt schwierig, diesen Nick, wie er hier heißt, mit dem Mann mit dem Jackett in Verbindung zu bringen, weil die Hautfarbe ganz anders ist und die Haare. Ja, gut, das ist aber, ich würde sagen, das ist, da kommt er halt frisch aus dem Bett, da ist er noch nicht frisiert. Ach so! Also ich glaube, da ist... Wir können jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht Nick ist. Ja, ich denke auch. Also klar, das sind das nämlich gezeichnet, ist halt kein... Aber ich denke auch, das ist relativ klar. Und ja, was würde jetzt passieren? Also wie gesagt, das ist eben nur eine sehr kurze Geschichte. Die eigentlichen Fälle sind eben 6-mal länger und wirklich auch viel komplizierter. Trotzdem versuchen wir jetzt hier einfach mal, diese Fragen zu beantworten. Genau, wer ist das Opfer auf der Startkarte? Ja, ja, wir sagen, es ist Nick. Es ist ja Nick. Eindeutig ist es Nick. Wer ist für den Tod des Opfers verantwortlich? Fred! Fred war's. Einfach so aus Schutz für Sarah, würde ich sagen. Ja. Wie ist das Opfer zu Tode gekommen, beziehungsweise was ist die Tatwaffe? Tja, also er wurde auf jeden Fall natürlich den Treppe runterge... Und ich würde schon sagen, es war die Vase. Also ich denke, das ist die Vase gewesen. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es das Messer ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es die Pistole ist. Nein, es war die Vase. Die Vase. Ja. Genau, warum musste das Opfer sterben? Was sind die Hintergründe der, oder Motive? Ja. Eifersucht, weil sie sich von einem fremden Mann nackt malen lassen, halbnackt mal hat malen lassen, obwohl sie eigentlich mit dem Mörder zusammen war. Oder noch nicht vollständig getrennt oder wie auch immer er sauer war mit ihr. Oder weil es halt irgendwie so eine Affäre war. Weil vielleicht, Nick und Sarah scheinen irgendwie so Ehebett zusammen zu sein. Mhm, und Fred, der Künstler... Vielleicht sind sie nicht zusammen, vielleicht sind sie nicht zusammen, vielleicht ist es einfach schon schlimm genug, dass sie von jemandem hat zeichnen lassen. Genau, irgendwelche Geschichten. Ja, und letzte Frage ist, welche Hinweise oder Beweise sprechen für euren Verdacht? Gut, die haben wir eigentlich schon fast schon aufgezählt. Natürlich das zerschnittene Bild, dass wir hier die Vasenreste gefunden haben. Na? Und natürlich, dass er sie beim Malen beobachtet hat. Ja, und diese Emotionen, die man ja auch in den Karten zwischen den Personen sieht. Ja, genau. Also ich denke, das ist relativ eindeutig. Dieser Bonusfall tatsächlich war damals, als er neu war, tatsächlich Teil eines Gewinnspiels. Das ist allerdings jetzt schon vorbei. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein neues Gewinnspiel für euch. Nämlich, ihr könnt nochmal... Dann kannst du ja schon mal in die andere Einstellung... Ja, Entschuldigung, genau. ...blenden, genau. Ja, hier. Es gibt nämlich das Spiel zu gewinnen. Genau, also das Spiel, Amigo, stellt 3 Stück zur Verfügung. Können wir hier verlosen an jeden, der den Hunt & Friends Kanal abonniert und einen Kommentar unter diesem Video postet. Und wir wollen von euch wissen, in welchen Szenarien könnten die weiteren Unsolved-Fälle spielen. Was wäre da interessant? Also das hier ist ja der Jagdunfall, also potenziell im Wald.
Beziehungsweise wir wissen, es ist im Wald, es sind alles also, Jagdunfälle. Genau, so ein ziemlich klassischer Kriminalfall, würde ich sagen, wenn man, ohne euch zu spoilern, ne, das ist so eine Jagdgesellschaft, die mit viel Waffen da eigentlich ganz munter loszieht und natürlich, wenn dann so unter der Hand so ein paar Konflikte schwelen, dann ist das natürlich die perfekte Gelegenheit, ja, den einen oder anderen zu Tode kommen zu lassen, was dann auch passiert. Also ja, welche Vorschläge hättet ihr? Jetzt wisst ihr ja, wie das Prinzip grob funktioniert. Was würdet ihr euch gerne für Themen wünschen? Das könnt ihr gerne einfach frei von der Leder weg in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir innerhalb von einer Woche die Gewinner auslosen. Genau. Von daher viel Erfolg beim Mitmachen. Vielen Dank an Amigo. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.